بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد كم مش هوغن هنتن könnt ihr mich gut hören Schwestern oder geht's so geht's okay Alhamdulillah Wir wollen inshallah ta'ala heute weitermachen mit einem weiteren Einheit und einem weiteren Themenkomplex bezüglich der kleinen Zeichen des jüngsten Tages. Wir hatten letzte Woche über die Sittenlosigkeit gesprochen gehabt. Wir hatten mehrere Hadithe genannt gehabt, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Ausbreitung der Fahische, der Sittenlosigkeit gesprochen gehabt hat. Und wo er aufgezeigt hat, dass die Menschen sich nicht mehr schämen werden, bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit zu tun. Sünden, die es immer gab, aber die jetzt in der Öffentlichkeit vollzogen werden, wie als Beispiel, dass sich der Zina in der Öffentlichkeit verbreiten wird, sodass es zu einer absoluten Normalität wird. Heute, inshallah ta'ala, wollen wir über eine weitere Gruppe von Zeichen sprechen. Und zwar Zeichen, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Veränderungen in den Gesellschaften spricht. Veränderungen, die wir größtenteils heute, und zwar erst heute, das muss man auch betonen, erst heute, seit einigen wenigen Jahrzehnten, bezeugen kann und die wir gerade selbst miterleben, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch wirklich beschrieben hat, so als hätte er sallallahu alaihi wasallam heute gelebt, und als würde er die Welt heute mit wenigen Worten beschreiben. Und ich möchte beginnen, insha'Allah ta'ala, mit einem Zeichen, welches ich zu den wirklich unglaublichsten Prophezeiungen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam zählen kann. Ein Zeichen, was so eindeutig ist, dass man das nicht mehr anders interpretieren kann als das, was wir heutzutage haben. Also es ist wirklich absolut eindeutig. Also es ist wirklich wortwörtlich so passiert, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam prophezeit hat. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der bekannten Überlieferung von Jibril alaihi salam über zwei Zeichen der Stunde gesprochen gehabt. Wir kennen alle die Überlieferung, wo Jibril alaihi salam in der Gestalt eines Mannes zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt und ihn über bestimmte Grundlagen des Islams befragt, in Gegenwart der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab überliefert, das ist eine authentische Überlieferung, die wir bei Sahih Muslim finden und in anderen Hadithbüchern. Und am Ende der Überlieferung, nachdem Jibril alaihi salam den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach dem Islam, dem Iman und dem Ihsan gefragt hat, stellte ihm eine Frage zum Zeitpunkt der Stunde. Und berichte mir über die Stunde. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann Jibril antwortete, der Befragte weiß nicht mehr als der Fragende. Also mit anderen Worten, ich habe kein Wissen über die Stunde. Und auch nicht du, o Jibril, hast Wissen über die Stunde. Kein Mensch, kein Geschöpf weiß, wann die Stunde beginnen wird. Nicht einmal Jibril alaihi salam, Allahu Akbar. Nicht einmal Jibril alaihi salam. Und deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, darüber zu spekulieren, wann die Stunde sein könnte. Wir wissen es einfach nicht. Es kann sein, dass die Stunde in den nächsten Jahrzehnten eintreffen wird. Es kann sein, dass es noch Jahrhunderte dauern wird, vielleicht noch Jahrtausende, wir wissen es nicht. Ja? Aber wir werden sehen, dass vieles von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet, haben wir auch besprochen gehabt, ja, schon eingetreten ist. Und bestimmte Dinge erst wirklich nach 1400 Jahren eingetreten sind, wie das Zeichen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt erwähnt in dieser authentischen Überlieferung. Und zwar fragt dann Jibril alaihi salam den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach den Zeichen der Stunde. فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. So berichte mir über die Zeichen der Stunde, woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Überlieferung zwei Zeichen erwähnt. أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا. Dass eine Sklavin, eine Magd, ihre Herren gebären wird.
Kommen wir gleich darauf zu sprechen, inshallah ta'ala. وَأَنْ تَرَى الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Und dass du siehst, wie die Barfüßigen, أَنْ تَرَى الْحُفَاءَ الْعُرَاءَ, die Nackten, الْعَالَةَ, die Mittellosen, رِعَاءَ الشَّاءِ, die Schafshütten, يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ, wie sie sich einander darin übertreffen, Gebäude in die Höhe zu bauen und in die Höhe zu errichten. Allahu Akbar. Jedes Mal, wenn ich diesen Hadith höre, kriege ich Gänsehaut. Wirklich Gänsehaut. Weil jedes Mal, wenn man in Mekka ist oder sich Bäder aus Dubai anschaut, sagt man, Sadaqta ya Rasulallah. Du hast die Wahrheit gesprochen, o Gesandter Allahs. Es ist genau so eingetroffen, wie du es gesagt hast. Besser kann man die Situation nicht beschreiben. Ich habe gerade mal auf dem Weg nochmal, ich wollte das eigentlich schon vorher machen, aber auf dem Weg nochmal, habe ich mir angeschaut, wo die höchsten Gebäude der Welt sind. Und das höchste Gebäude momentan noch, ja, ist Burj Khalifa, ja, mit 828 Metern. Mit 828 Metern. Ja, ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, wie hoch ist der Fernsehturm? Kann mal jemand gucken, wie hoch der Fernsehturm ist? 63. 63 nur? Nicht 100 noch was Meter? 360. Ach, 360, ja. Ja, also es ist mehr als doppelt so groß, ja, doppelt so hoch wie der Fernsehturm, muss man sich ja vorstellen. Mehr als doppelt so hoch wie der Fernsehturm. Und dann Nummer zwei ist in China, in Shanghai Tower. Und dann direkt danach kommt Mekka. Der Tower in Mekka, den wir direkt vor der Kaaba haben. Dieses sozusagen monströse, ja, sozusagen dieser monströse Bau, ja, der direkt vor der Kaaba errichtet wurde. Und es ist unglaublich. Und soweit ich jetzt weiß, das hatte ich jetzt vor einiger Zeit gelesen gehabt, wird gerade in Jeddah, glaube ich, der höchste Wolkenkratzer der Welt errichtet, mit über 1 Kilometer Höhe. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das hatte ich jetzt erst vor ein paar Monaten mal gelesen gehabt. Ja, dass da jetzt sozusagen eines der höchsten Gebäude, wenn nicht sogar das höchste Gebäude der Welt entstehen soll. Da sehen wir, subhanallah, man übertrifft sich gegenseitig im Errichten von hohen Gebäuden. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Araber vor dieser Situation beschrieben hat, genauso wie es auch wirklich war. Und das ist noch gar nicht lange her. Wenn man sich alte Videos anschaut, aus dieser Region, oder auch alte Beschreibungen von Menschen, die das noch selbst erlebt haben. Ich habe das selbst gehört von älteren Menschen, wie die Menschen in Saudi-Arabien gelebt haben und in Medina. Das waren wirklich Menschen gewesen, die mittellos waren. Es waren ganz einfache Menschen. Teilweise sind sie barfuß gelaufen, hatten nichts gehabt, vielleicht höchstens eine Jalabiya angehabt. Das war es gewesen. Keine reichen Menschen. Manchmal hat mir einer aus Medina gesagt, ein älterer Mann hat uns das berichtet. Der meinte, es gab Zeiten, wo wir in Medina nichts zu essen hatten außer Datteln. Wo wir in Medina nichts zu essen hatten, noch selbst erlebt. Nichts zu essen hatten außer Datteln. Und jetzt schaut man, wie die Situation in Mekka, Medina, in den Golfstaaten ist. Unglaublich. Unglaublich. Die Menschen aus Europa, sie pilgern nach Dubai. Die ganzen YouTuber und so weiter und so fort. Ja, es ist, also, es ist ein neues Leben dort. Und wenn man dann berücksichtigt, dass noch vor wenigen Jahrzehnten das Leben dort ganz einfach aussah, ein normales Wüstenleben, bevor es zu diesem Ölboom kam und das Öl dort entdeckt wurde, dann sagt man Sadaqta ya Rasulullah. Keiner hätte das voraussehen können. Und daran erkennen wir eine ganz wichtige Sache. Wenn die Zeichen erscheinen, erscheinen die plötzlich. Völlig, also unvorbereitet. Die Menschen sind nicht darauf vorbereitet. Und wir werden auch bei den anderen Zeichen sehen, die wir heute besprechen werden, dass diese Dinge wirklich ganz plötzlich gekommen sind. Ganz plötzlich. Ohne dass es eine, sage ich mal, lange Vorbereitung gegeben hat. Sodass die Menschen, die das jetzt gerade erleben, dass ich eigentlich, ja, teilweise gar nicht mehr mitkomme. Mit dieser Schnelligkeit der Veränderung in ihrem Leben. Und in einer anderen Version der Überlieferung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz klar gesagt, er hat diese Leute beschrieben und dann hat er ganz klar gesagt,
dass es sich hierbei um die Araber handelt. Das heißt nicht irgendwelche Leute, sondern er meinte wirklich die Araber damit. Und in einer anderen Version, ja, bei Imam Ahmed heißt es, dass du siehst, wie die Schafshirten sich gegenseitig übertreffen im Errichten der Gebäude. Und du siehst, wie diejenigen, die barfüßig sind und hungrig sind und mittellos sind, ja, plötzlich zu Leuten werden, welche die Köpfe unter den Menschen sind. Das heißt, die haben das Sagen plötzlich. Die haben plötzlich das Sagen, obwohl sie vorher überhaupt nichts zu sagen hatten. Und jetzt, wenn man sich beispielsweise diese Region anschaut, dann merkt man, es ist wirklich so. Die Golfstaaten, Saudi-Arabien, ich meine, sie bestimmen die Weltpolitik mit. Es funktioniert kaum etwas, ohne dass du hörst, dass Dubai sich da irgendwie eingemischt hat, die Arabischen Emirate, Saudi-Arabien. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt das so, wie es wirklich war. Nämlich, sie waren abhängig gewesen und plötzlich werden sie zu den Köpfen unter den Menschen. Ja, selbst unter den Arabern hatten eigentlich damals Saudis und so weiter nicht viel zu sagen. Es waren eher die Ägypter gewesen, die Syrer gewesen, die Iraker gewesen. Das ist alles relativ neu. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فَذَلِكَ مِنْ مَعَالِمِ السَّاعَ وَأَشْرَاطِهَا. Dies gehört zu den Zeichen der Stunde. Und dann fragte einer der Sahaba, Ya Rasulallah, وَمَنْ أَصْحَابْ أَشَّاءُ وَالْحُفَاتُ الْجِيَاعُ الْعَالَ. Wer sind diese Leute, die du gerade beschrieben hast? Die Schafshirten, diese armen, mittellosen Leute, die hungrig sind. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwiderte, Al-Arab, die Araber. Allahu Akbar. Was für eine genaue Beschreibung. Und natürlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es ist nicht verboten, etwas in die Höhe zu ziehen oder ein hohes Gebäude zu bauen. Daran ist erst einmal nichts Verwerfliches. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschreibt hier nur eine bestimmte Veränderung in der Gesellschaft, welche zu den Zeichen der Stunde gehört. Mit anderen Worten, wenn wir das erblicken, dann wissen wir, die Stunde ist nah. Allahu Akbar. Und wir erblicken es gerade. Wir erblicken es gerade. Wir bekommen das gerade selbst mit. Wir sind die Generation, die das mitbekommt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vor 1400 Jahren gesagt hat. Die ganzen Menschen vorher, die ganzen Muslime vorher, die mussten überlegen, was könnte damit gemeint sein. Haben spekuliert, sich überlegt, ja, wo könnte das sein, wir sehen das nicht. Und jetzt nach 1400 Jahren kommt eine Generation, nämlich unsere Generation, im 21. Jahrhundert, welche das mit eigenen Augen bezeugen kann. Und zwar tagtäglich. Diese Entwicklung, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat. Wenn das nicht in Iman stärkt, Allahu Akbar. Wenn das nicht in Iman stärkt, ich meine, was will man noch für eine Prophezeiung? Was will man noch für eine Prophezeiung? Sadaqta, ya Rasulallah. Aber gleichzeitig ist hier auch eine indirekte Kritik vorhanden in dem, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet. Nämlich, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt auf, diese plötzliche Veränderung tut eigentlich nicht gut. Warum? Weil es nämlich nur um was geht? Es geht nur um diese Äußerlichkeiten. Der eine wie den anderen übertreffen. Es geht um das Wetteifern in der Dunya, nicht im Akhira. Und das ist das, was wir heutzutage sehen. Es geht ihnen nur, wer hat mehr Reichtum? Wer kann diesen Reichtum mehr zur Schau stellen als der andere? Aber in der Dunya sollte ich niemals wetteifern. Ich sollte immer in Bezug auf das Akhira wetteifern. Ich sollte immer in Bezug auf was? Auf das Jenseits wetteifern. Immer in Bezug auf die guten Taten wetteifern. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِينَ مُتَنَافِسُونَ. Und darin sollen die Wetteifernden wetteifern. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رُبِّكُمْ. Und beeilt euch zu Vergebung eures Herrn. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Ein Paradiesgarten so weit wie Himmel und Erde. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Vorbereitet für die Gottesfürchtigen. سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رُبِّكُمْ. Beeilt euch. Versucht euch gegenseitig zu übertreffen im Beeilen. سابقوا مسابقة يعني المسابقة ist ein Wettbewerb. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. Beeilt euch und versucht euch zu übertreffen in diesem Beeilen in Bezug auf was? Auf Vergebung eures Herrn. Und da erkennen wir diese leichte indirekte Kritik unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam an dem, was geschieht. Er zeigt auf, sie haben plötzlich Reichtum und fangen an, sich nur noch mit Reichtum zu beschäftigen. Vorher hatten sie gar nichts. Sie haben vielleicht keine wirkliche Rolle gespielt in der Weltgeschichte.
Aber vielleicht war es sogar besser für sie gewesen. Vielleicht war es sogar besser für sie gewesen. Und deswegen, subhanallah, als Umar ibn Khattab in seiner Zeit als Kalif Persien erobert hat und die ganze Beute Persiens, es sind Reichtümer gewesen, die man sich nicht vorstellen kann, nach Medina kam. Medina, kleine Stadt. Medina hat nie eine Rolle gespielt in der Geschichte der Menschheit, bis zum Propheten, sallallahu alaihi. Eine kleine Oase, auch heutzutage, wenn du in Medina bist, ist so eine, ja, so eine ganz einfache kleine Stadt. Das einzige Zentrum ist die Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Alles, was drumherum ist, ist wie so ganz schlafende Stadt. Ja, also nicht wirklich, man merkt eine Kleinstadt, eigentlich ursprünglich. Wäre nicht die Pilger dort, wäre dort überhaupt nichts. Wäre nicht die Pilger dort und die Moschee unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wäre in Medina überhaupt nichts. Und als dann die ganze Beute nach Medina kam, fing Umar ibn Khattab an zu weinen. Und die Sahaba, radwanullahi alaihim, sie wunderten sich und sagten, ihr Amir al-Mu'minin, o Führer der Gläubigen, heute ist doch nicht ein Tag der Trauer, heute ist doch ein Tag der Freude. Woraufhin er sagte, nein. Ich habe Angst und die Befürchtung, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns unseren Lohn schon in dieser Dunya gegeben hat. Ammar ibn Yasir, Hamza, all diese Sahaba, die in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ihr Leben verloren haben, als Märtyrer gestorben sind. Sie haben von dieser Dunya nichts mitbekommen. Alles haben sie hinter sich gelassen. Ammar ibn Yasir, er wird begraben mit einem Leichentuch, was nicht einmal seinen gesamten Körper bedecken kann, obwohl er vorher sehr, sehr reich gewesen ist, aus einer reichen Familie stammte, hat aber alles geopfert. Und dann sagte Umar ibn Khattab, diese Leute sind von dieser Dunya gegangen, haben nichts mitgenommen. Und wir leben und kriegen jetzt die Dunya. Und ich habe Angst, dass Allah Ta'ala uns unseren Lohn schon in dieser Dunya gegeben hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte in genau Bezug darauf, und ich weiß nicht, ob Umar ibn Khattab sogar diesen Hadith dann zitierte in diesem Kontext oder nicht, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber der Hadith, den gibt es auf jeden Fall. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Bei Allah, ich mache mir keine Sorgen darüber, dass ihr arm seid. Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Ich habe eher Angst, dass die Dunya sich euch öffnet. Fatunafisuha kama tanafasuha. Und dass ihr anfangt, nach der Dunya zu wetteifern, so wie sie vorher nach der Dunya gewetteifert haben. Und sie euch genauso in die Versuchung bringt, wie sie diejenigen in die Versuchung, und sie euch genauso vernichtet, wie sie diejenigen vernichtet hat, die vor euch waren. Fatuhulikakum kama ahlakatum. Subhanallah. Und das ist das, wovor der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier indirekt warnt. All diesen materiellen Fortschritt, den wir teilweise sehen in einigen islamischen Ländern, gerade in dieser Region, der sollte uns eher Sorgen machen. Es ist zwar schön, oh, mashallah, wir können auch angeben, wir haben auch arabische Länder, die reich sind, weiß ich nicht was, und wo sogar Europäer hinreisen, aber es ist alles Dunya. Es ist am Ende was? Alles nur Äußerlichkeiten, nicht mehr und nicht weniger. Was bringt das alles, wenn wir am Ende Unrecht tun, wenn wir korrupte Gesellschaften haben, wenn Menschen trotz dieses Reichtums an Hunger sterben müssen, wenn unsere arabischen Länder nicht einmal unsere syrischen Flüchtlinge aufnehmen können? Guck mal. Ja, sie müssen nach Deutschland kommen. Unsere syrischen Flüchtlinge müssen nach Deutschland kommen, weil die arabischen Nachbarstaaten ihnen keinen wirklichen Platz bieten. Und wenn dann in irgendwelchen Zelten, Zeltstädten, ja, wo sie dann im dem Winter ausgesetzt sind und nicht einmal ein festes Dach über dem Kopf haben. Ist das nicht peinlich? So viel Geld haben wir. So viel Geld haben wir. So viele kluge Köpfe haben wir. Aber wir lassen das alles, ja, und sagen, soll es auch woanders hingehen. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Geld wird eher ausgegeben für irgendwelche Machtinteressen. Es wird Krieg im Jemen geführt. Und dieser Krieg wird von den Muslimen geführt. Das darf man nicht vergessen. Ja? Von den Muslimen wird er selbst geführt. Wie viele Jemeniten sterben momentan in diesem Moment und lassen ihr Leben? Es wird Krieg in Syrien geführt. Ja, und immer findest du irgendwelche arabischen Staaten, die dann auch ihre Hände mit im Spiel haben. Das heißt, dieses unglaubliche Vermögen hat den Menschen nicht gut getan, ganz im Gegenteil. Es hat sogar dazu geführt, dass viele Menschen
noch mehr vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala abgekommen sind. Das Vermögen an sich muss nicht schlecht sein, wenn ich ein frommer Mensch bin. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ni'mal mal as-salih bi yad ar-rajul as-salih. Wie gut ist gutes, frommes, rechtschaffendes Vermögen, also was aus rechtschaffenden Quellen kommt, in der Hand eines rechtschaffenden Mannes. Der kann sehr viel Gutes bewirken. Aber schlimm wird es, wenn Menschen viel Geld haben, aber nicht Allah fürchten und dieses Geld nur ausgeben für schlechte Dinge, um die Menschen in die Irre zu führen. Dann wird es extrem schlimm. Extrem schlimm. Vielleicht nur ganz kurz dazu, dass wir einfach das nochmal vor Augen haben, wie schlimm das sein kann. Es gibt eine sehr gute Doku, ich kann nur denjenigen, die Arabisch können, ich weiß nicht, ob die auch ins Englische übersetzt wurde, von Al Jazeera. Ist gerade erst vor 2 Wochen hochgeladen. So eine investigativer Journalismus. Die haben immer wieder sozusagen neue auch Dokumentation. Und die Doku heißt Mahafia A'zam. Mahafia A'zam. Ja, das, was verborgen ist, ist noch gewaltiger. Und ihr habt ja mitbekommen, was vor 2 Jahren in Österreich geschehen ist. Mit den ganzen Razzien gegen muslimische Funktionäre, wo unter anderem auch Wissenschaftler dann mitten in der Nacht sozusagen bei ihnen eine Razzia durchgeführt wurde, wie beispielsweise der bekannte Professor Farid Hafez, der jetzt nicht mehr in Österreich lebt, sondern in die USA auswandern musste, und viele, viele andere, auch muslimische Aktivisten, die mit Terror und Terrorfinanzierung überhaupt nichts zu tun haben, die schon seit Jahrzehnten in Österreich leben und für ein friedliches Miteinander auch sorgen. Es wurden über 80 Funktionäre und auch Moscheen durchsucht. Und zwar auf brutalste Weise, so als wären es große Verbrecher. Und was aufgedeckt wurde in dieser Doku ist, wer hat das Ganze finanziert und die ganzen Informationen gegeben am Ende? Und worauf basiert das Ganze? Es basiert auf emiratischem Geld. Ja, gegen Muslime, subhanallah. Eigene Muslime, eigene Glaubensbrüder. Ja, es ist unglaublich, was momentan geschieht. Das ist eine wirklich unglaubliche Sache, das darf man nicht vergessen. Ja? Auch gerade was in Tunesien geschieht, da werden viele Gelder gezahlt, damit man es schafft, die Revolution und das, die Errungenschaften der Revolution wieder rückgängig zu machen. Ja? Und vieles, vieles, was momentan geschieht. Und alles teilweise mit Geld aus dieser Region. Kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala, zu unserem Thema. Das heißt, unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat genau dies vorausgesagt. Kommen wir zu einem weiteren Zeichen, und zwar zu dem zweiten Zeichen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem Hadith erwähnt hat. Nämlich, وَأَنْ تَلِيدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا أَنْ تَلِيدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا, dass eine Magd ihre Herrin gebärt. Was ist damit gemeint? Und das ist ein Zeichen, was auch auf eine Veränderung innerhalb der Gesellschaft hindeutet. Es gibt mehr als zwei Interpretationen dafür, aber es gibt 2 Hauptinterpretationen für die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die erste ist, die auch viele Gelehrte so adaptiert haben und was auch auf eine gesellschaftliche Veränderung hindeutet, die schon geschehen ist, die es heute nicht mehr gibt, so. Nämlich, dass es durch die muslimischen Eroberung dazu gekommen ist, dass es viele Sklavinnen gab und viele dieser Sklavinnen dann auch Herren hatten, die dann mit ihnen Kinder gezeugt haben. Und diese Kinder, die sie mit ihnen gezeugt haben, die sind automatisch frei, weil sie einen freien Vater haben. Und die Mutter bleibt trotz alledem Sklavin bis zum Tod des Ehemannes. Bis zum Tod des Ehemannes. Und das hat sich sehr, sehr stark verbreitet, sehr, sehr stark verbreitet in den ersten Jahrhunderten. Und es gab viele Kalifen, deren Mütter Sklavinnen waren. Auch unter den Abbasiden gab es viele Kalifen, deren Mütter Sklavinnen waren. Und das ist dann auch nochmal eine Unterinterpretation zu dieser Interpretation. Nämlich, dass dann ein Kalif an die Macht kommt und seine Mutter ist aber eine Sklavin. Das heißt, er ist der Herr über seine eigene Mutter. Er ist der Herr über seine eigene Mutter. Das ist die erste Interpretation. Dass also die Kinder frei sind, während die Mütter versklavt sind. Und das ist in den ersten Jahrhunderten sehr, sehr verbreitet gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das dementsprechend auch prophezeit. Gibt es heutzutage so nicht mehr.
Die zweite Interpretation, die Ibn Hajar al-Asqalani und andere Gelehrte für richtiger halten und die wir heutzutage in besonderem Maße auch sehen können, ist, dass damit gemeint ist, dass die Kinder ihre Mütter so behandeln, als wären sie die Herren des Hauses und ihre Eltern wären bei ihnen angestellt und Sklaven. Ja, und das ist etwas, was wir natürlich heutzutage sehr, sehr gut sehen können. Gerade in einer Welt, wo man versucht, den Menschen so zu erziehen, dass er sich als eigenständiges Individuum sieht und komplett unabhängig ist und tun und lassen darf, was er möchte. So etwas wie Verantwortung gegenüber seiner Familie gibt es nicht. Sondern diese westliche Lebensweise, sobald ich 18 bin, hat mir niemand mehr etwas zu sagen. Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Wie viele Dokus gibt es über Hotel Mama? Habt ihr bestimmt schon gesehen, ja? Ja, der sitzt den ganzen Tag zu Hause, macht, was er will, spielt Playstation. Seine Mutter muss ihn bedienen, ja? Und so läuft sein Leben. Und leider finden wir auch diese Art und Weise im Umgang mit den Eltern und der Muslimen immer verbreiteter. Weil man versucht nämlich, dann auch oder dieser Einfluss der Serien von Hollywood, dieser ganzen westlichen Lebensweise, der beeinflusst natürlich auch die muslimischen Jugendlichen. Und ich sage euch ganz ehrlich, es gibt wirklich eine regelrechte Agenda, die versucht, auch muslimische Gesellschaften kaputt zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gibt jetzt so einen Netflix-Film. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das wurde gerade in den arabischen sozialen Medien, also wirklich gerade, wird gerade sehr stark diskutiert in den letzten 2-3 Tagen. Und zwar auf Netflix gibt es den ersten arabischen Film, der heißt Ashab wala A'az. Ashab wala A'az. Und dieser Film ist auf Arabisch, also arabische Schauspieler alles, also bekannte arabische Schauspieler aus Ägypten, aus Jordanien, aus so verschiedenen Ländern. Und da wird ein Familienbild gezeigt, was der jetzigen arabischen Welt eigentlich noch komplett fremd ist, die meisten in der arabischen Welt. Aber es wird so dargestellt, als wäre das die Realität. Ja, da sitzen dann Leute zusammen, ja, immer mit jeweils ihrem Ehepaar und dann spielen sie gemeinsam ein Spiel und am Ende, ja, kommt dann heraus, der eine ist schwul gewesen, die andere, seine Tochter hat irgendwie die ganze Zeit einen Freund gehabt und der Vater hat kein Problem damit gehabt, die anderen hatten eine Affäre gehabt. Also Dinge, die eigentlich den Muslimen so völlig fremd sind. Gibt es natürlich, aber nicht in dieser Art und Weise. Ja? Und wenn es das gibt, dann sollte man Setre machen. Aber sie stellen das so dar, als wäre das etwas Normales. Man versucht im Grunde genommen, was? Muslimische Strukturen in den islamischen Ländern aufzubrechen. Die Familie kaputt zu machen, so wie man es hier in Europa schon geschafft hat. Die Familie ist kaputt. Komplett kaputt. Geh mal in die Altersheime. Und guck dir mal an, wie viele Menschen dort leben und niemanden haben, außer dem Altenpfleger, der sich um ihn kümmert. Ja, du wolltest was sagen? Unterstützt es noch, der Film ist eigentlich ein deutscher Film, 2019. Italienischer Film. Nein, deutsch, also ich habe gesehen mit den Lehrern Barik und so weiter, ah. Auf Arabisch noch verfilmt. Ah, und auf Italienisch, der ursprüngliche Version ist Italienisch. Ja, ja, das habe ich auch zum ersten Mal. Ja, man versucht eigentlich 1:1, man hat nicht mal so die Innovation, was Neues zu machen, sondern versucht 1:1 das zu übernehmen. Ja, und das ist etwas, wo wir sehen, subhanallah, ja, dass immer mehr auch wirklich ihre Eltern behandeln, man kann es nicht anders sagen, als wie der letzte Dreck. Unverschämt. Stimme wird erhoben. Eltern werden geschlagen. Das sind alles Dinge, die passieren auch in muslimischen Familien. Das sind nicht Dinge, die ich mir ausdenke, die passieren in muslimischen Familien. Wer bist du, dass du mir etwas sagen kannst? Wenn ihr irgendwas macht, dann gehe ich zum Jugendamt und sage, ihr misshandelt mich. Wisst ihr, wie oft so etwas kommt? Wisst ihr, wie oft so etwas vorkommt? Ich habe selbst Fälle erlebt, ja, wo Kinder, nur damit sie aus der Familie rauskommen, zum Jugendamt selbst gehen und dem Jugendamt erzählen, dass irgendwie es sexuelle Belästigung zu Hause gab, wo das überhaupt nicht stimmt. Und das nachher nur damit sie einfach sagen, die drohen ihren Eltern. Und das sind Dinge, die tagtäglich geschehen. Und darüber spricht der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gab es immer Menschen, die frech gegenüber ihren Eltern waren? Gab es. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er spricht hier ein Phänomen an, das sich verbreiten wird, sodass die Leute denken, das ist normal. Ich habe mein eigenes Leben, keiner kann mir was vorschreiben. Keiner kann mir sagen, wie ich zu leben habe. Und wenn es meinen Eltern nicht passt, dann gehe ich zum Jugendamt, Punkt. Und das Jugendamt wird mir schon recht geben.
Und das sind alles Dinge, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen, meine lieben Geschwister im Islam. Die Stellung der Eltern darf ich niemals unterschätzen. Niemals unterschätzen. Auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo die Eltern nur noch Gebärmaschinen sind, ja, und dann nur noch eine Aufgabe haben, die Kinder großzuziehen und das uns auch so teilweise beigebracht wird. Ich werde trotz alledem bei Allah subhanahu wa ta'ala dafür zur Rechenschaft gezogen, wie ich meine Eltern behandelt habe. Und der Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sind voll mit Geschichten, die uns aufzeigen, welche Stellung die Eltern haben. Und wie wichtig es ist, diese Güte, diese Barmherzigkeit und auch den Respekt, der Respekt ist so wichtig, gegenüber den Eltern zu wahren. Und dass das dein Weg zum Paradies ist. Ich möchte nur an dieser Stelle, weil wir wollen auch mal Lehren aus diesen Zeichen ziehen. Wir wollen nicht einfach nur die Zeichen erzählen, wir wollen Lehren daraus ziehen. Ich möchte nur eine einzige Geschichte an dieser Stelle erzählen. Und zwar die Geschichte von dem Mann, der in der Höhle eingesperrt war mit seinen zwei anderen Gefährten. Und sie dann gesagt haben, und dann die Höhle, vor den Eingang der Höhle ein Felsbrocken gefallen ist und sie gesagt haben, das Einzige, was uns retten kann, sind unsere guten Taten. Und dass wir Allah mit unseren guten Taten bitten. Und ich erwähne jetzt nur diesen einen, der gesagt hat, ja Allah, ich hatte zwei alte Eltern gehabt, die schon alt gewesen sind. Und jeden Abend, wenn ich von der Arbeit kam, war wahrscheinlich Bauer gewesen, habe ich frische Milch mitgebracht und bin zuerst zu meinen Eltern gegangen, habe ihnen zu trinken gegeben und bin dann zu meiner Familie gegangen. Also er hat seine Eltern bevorzugt. Er hat seine Eltern bevorzugt. Und eines Abends kam ich nach Hause und meine Eltern schliefen. Und ich wollte auf keinen Fall diese Sunna, also diesen Brauch, den ich hatte, ändern. Und ich wollte sie aber auch nicht wecken, weil sie schon geschlafen haben. Also blieb ich vor ihrem Bett stehen, bis zum nächsten Morgen, bis sie aufgewacht sind. Meine Kinder hatten Hunger, aber ich habe gesagt, ich möchte erst meinen Eltern etwas zu essen, zu trinken geben. Und als sie dann getrunken haben, bin ich dann zu meiner Familie gegangen. Und dann sagte er, ja Allah, wenn du weißt, dass ich das nur für dich getan habe, dann lass uns diese Höhle verlassen. Dann nimm den Felsbrocken ein wenig zur Seite. Und er rollte ein wenig zur Seite. Das heißt, erst einmal kann man sagen, das ist doch eigentlich Quatsch. Er hätte doch einfach zu der Familie gehen können, am nächsten Morgen zu seinen Eltern. Aber dadurch, dass er seine Eltern so sehr respektiert hat, ihnen diese Stellung gegeben hat, subhanallah, hat Allah Ta'ala seinen Dua angenommen. Vielleicht noch eine zweite Geschichte. Weil ich weiß, dass dieses Verhältnis zwischen Eltern und Kindern auch gerade hier in Deutschland und in Europa ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis teilweise ist. Und zwar die Geschichte von Uwais al-Qurn, über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, zu den Sahaba hat er gesagt, es wird zu euch ein Mann kommen, nach meinem Tod, wird zu euch ein Mann kommen. Der kommt von einem Stamm mit dem Namen Qurn aus dem Jemen. Dieser Mann, der hatte eine alte Mutter gehabt, um die er sich gekümmert hat. Und er war leprakrank und wurde geheilt und hat nur noch einen kleinen Fleck, der übrig ist. Wenn er zu euch kommt, dann bittet ihn darum, dass er Allah für euch um Vergebung bittet, dass er für euch Istighfar macht. Was ist das für ein Mann? Der ist kein Sahabi gewesen, aber er hat zur Zeit der Sahabe gelebt und zur Zeit des Propheten gelebt. Aber er hat darauf verzichtet, zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu gehen, weil er sich um seine Mutter kümmern wollte. Und jedes Jahr haben die Sahabe gewartet bei der Hajj. Kommt jemand aus dem Jemen? Und haben bei den Pilgern der Jemeniten gefragt, gibt es diese Person unter euch? Und in einem Jahr war diese Person wirklich vorhanden. Und Umar ibn al-Khattab, als er Uwais sah, fragte ihn, bist du auf Qurn? Er meinte, ja. Hast du eine alte Mutter, um die du dich kümmert? Er meinte, ja. Warst du leprakrank? Zeig mal ein Zeichen. Er meinte, ja, hier. Und er meinte, ja. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat von dir gesprochen und er hat uns befohlen, dass wenn du kommst, dass du für uns um Vergebung bitten sollst. Allahu Akbar. Und hat er für ihn Istighfar gemacht. Für die Sahabe, für Umar ibn al-Khattab. Warum? Wegen seiner Mutter. Und deswegen lass uns nochmal inshallah ta'ala wirklich versuchen, unsere Beziehung zu unseren Eltern zu überdenken. Respekt zu zeigen, Liebe zu zeigen, Barmherzigkeit zu zeigen. Auch wenn es Probleme gibt, ja, die Eltern sind keine Engel, machen auch Fehler. Aber ich versuche, über die Fehler meiner Eltern hinwegzusehen und versuche, diesen Respekt zu zeigen. Weil das ist mein Weg zum Paradies.
Wie es der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, halte am Fuß deiner Mutter fest, weil dort befindet sich was? Dort befindet sich das Paradies. Kommen wir zum nächsten Zeichen, inshallah ta'ala. Und zwar, das ist ähnlich wie das, was wir gerade gehört haben, nur wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam über einen anderen Kontext spricht. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass es zu einer Zeit kommen wird, wo der Mann seiner Ehefrau gehorchen wird und unverschämt sein wird gegenüber seiner Mutter. Seiner Ehefrau gehorchen wird und unverschämt sein wird gegenüber seiner Mutter. Und dieser Hadith, das ist nur ein Teil von einem Hadith, ich fand diesen Hadith so unglaublich, dass ich euch den gesamten Hadith einmal vorlesen möchte, wo auch dieses Zeichen vorkommt. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes. Er sagt, wenn meine Umme 15 Eigenschaften aufweisen wird, dann wird der Bala über sie kommen, die Prüfung über sie kommen. Und dann nennt der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja, diese 15 Dinge. Und es sind jetzt verschiedene Versionen der Überlieferung, aber hier sozusagen einmal das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, den falschen Hadith rausgesucht. Entschuldigt bitte. Nehmen wir einfach jetzt die arabische Version. Ja, wir haben einige Dinge schon erwähnt gehabt. Und zwar, wenn die Beute nur noch unter bestimmten Leuten aufgeteilt wird, haben wir erwähnt. Die Amana, ja, wird nur noch genutzt, um sich zu bereichern. Und die Zakat wird als Strafe angesehen. Und jetzt, und der Mann hört auf seine Frau und ist unverschämt gegenüber seiner Mutter. Bleiben wir kurz dabei, bevor wir weitermachen, inshallah ta'ala, um einfach dieses Zeichen etwas zu erläutern. Dieser Hadith ist im Übrigen nicht ganz authentisch. Aber trotzdem, subhanallah, alles, was in diesem Hadith erwähnt wird, ist wirklich so eingetroffen. Und zwar, hier setzt jemand falsche Prioritäten. Falsche Prioritäten, ganz klar. Ja, er gehorcht seiner Frau, ist aber gleichzeitig unverschämt gegenüber seiner Mutter und vernachlässigt seine Mutter. Es geht nur noch um Liebe, um, weiß ich nicht, Romantik, um mein eigenes Leben, aber meine Mutter, die interessiert mich nicht mehr. Genau dasselbe, was wir vorhin hatten bei diesem anderen Zeichen, ja, dass die Tochter oder der Sohn unverschämt ist gegenüber den Eltern. Man setzt einfach falsche Prioritäten in seinem Leben. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَ أَبَاهُ. Genau dasselbe. Und man ist gut zu seinem Freund, aber hart zu seinem Vater. Meine Freunde sind mir wichtiger als meine Eltern. Ist das nicht unter Jugendlichen sehr stark verbreitet? Ja? Ich bin mit meiner Gang zusammen, was meine Eltern von mir verlangen, das ist völlig egal. Ich höre lieber auf meine Jungs. Die verstehen mich. Die sind für mich da, wenn ich sie brauche. Aber mein Vater, ach, dieser alte Knacker, ja, lass sie mal in Ruhe. Ja? Der kann labern, was er möchte. Und ich rede sogar vor meinen Freunden schlecht über meine Eltern. Mach meine Eltern schlecht vor meinen Freunden. Rede über meine Eltern schlecht vor meinen Freunden. Das sind alles Eigenschaften, die verbreiten, das wisst ihr auch. Das sehen wir in dieser Gesellschaft, das machen die Leute wirklich. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ und die Stimmen sich erheben in der Moschee. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ und der Führer eines Volkes ist der Schlimmste unter ihnen. وَأَكْرَمَ الرَّجُلِ مَخَافَةَ شَرِّهِ und die Leute sind nur noch gut zu einer Person, weil sie Angst vor seinem Bösen haben. وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ und Alkohol getrunken wird. وَلُبِسَ الْحَرِيرِ und Seide getragen wird. تُخِذَتْ الْقِينَاتْ وَالْمَعَازِفْ und die Leute Singsklavinnen haben und sich sozusagen die ganze Zeit nur noch Musik anhören. وَلَعَنَ آخِرُ das fand ich so krass. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا und der letzte Teil dieser Umme, er wird den ersten Teil verfluchen. Was ist damit gemeint? Kennt ihr so etwas, dass der letzte Teil der Umme den ersten Teil verflucht? Wie versteht ihr das? Kennt ihr vielleicht Beispiele aus unserer heutigen Zeit? Ich sage euch, sehr verbreitet, ja. Beispielsweise, genau. Das halten wir aber bei den Schia schon lange, genau. Aber das ist auf jeden Fall, natürlich. Bei den Schiiten ist es so, dass sie die gesamte islamische Geschichte im Grunde genommen, die Sahabe verfluchen etc. Das ist eine Sache, richtig. Aber nicht nur bei den Schiiten. Es ist gerade heutzutage in unserer heutigen Zeit besonders verbreitet. Und zwar findest du das bei sehr, sehr vielen Modernisten unter den Muslimen,
welche die gesamte islamische Tradition verfluchen und sagen, ja, wir haben heutzutage nur Daesh und den IS und die Umma ist nur rückständig, weil die ersten Muslime es nicht verstanden haben, den Koran richtig zu interpretieren. Die Madhab und die Begründer der Madhab, Imam Abu Hanifa, Al-Shafi'i, Malik und Ahmed ibn Hanbal, das sind alles Leute gewesen, die waren Extremisten, die haben den Islam nicht richtig verstanden und erst jetzt, heute kommen wir und verstehen den Islam richtig. Das sind Diskussionen, die momentan geschehen und unter anderem auch sehr, sehr stark verbreitet sind unter säkularen und sogenannten liberalen Muslimen. Und die wirklich, ganz offen, das findet man gerade im arabischen Fernsehen, aber auch wahrscheinlich im türkischen Kontext und anderen Kontexten, ja, vielleicht bekommt man das hier in Deutschland nicht so sehr mit, ja, aber wenn man das mal verfolgt auf sozialen Medien und in Vorträgen, also diejenigen, die auch arabisches, sage ich mal, YouTube verfolgen etc., du findest das sehr verbreitet. Das ist unglaublich, die machen sich lustig, ja, bezeichnen sie als Leute, die nicht richtig verstanden haben den Islam, verfluchen sie regelrecht. Genauso wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier verbreitet hat. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ اللَّهِ رِيحًا حَمْرًا أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا. Ja, so sollen sie sozusagen darauf warten, dass bei Allah, dass عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا, so sollen sie darauf warten, dass ein roter Wind kommt. Allahu alam. Ja, ein roter Wind kommt, أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا, oder ein Erdrutsch mit einer Verwandlung. Allahu alam. Ja, was jetzt genau damit gemeint ist, die Überlieferung ist nicht ganz authentisch, aber all das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was hier in dieser Überlieferung aufgelistet wird, ja, hat sich auch wirklich eins zu eins so ereignet. Dann kommen wir zu den nächsten Zeichen, insha'Allah ta'ala. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gegrüßt wird nur, wen man kennt. Bayna yaday sa'ati taslimul khassa. Vor der Stunde wird es so sein, dass man nur noch Menschen grüßt, die man persönlich kennt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat grundsätzlich empfohlen, dass man erst einmal alle Menschen grüßt. Und zwar die, die man kennt und die, die man auch nicht kennt. Und jetzt berichtet der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über eine Veränderung in der Gesellschaft, wo das gar nicht mehr möglich ist. Und zwar, dass es wahrscheinlich so viele Menschen geben wird und auch so große Städte geben wird, dass es gar nicht mehr möglich ist, dass ich jeden grüße. Also es muss nicht unbedingt negativ gemeint sein. Natürlich ist es positiv, erst einmal grundsätzlich zu grüßen. Aber in einer Großstadt, wo du hunderte Menschen hast, die immer an dir vorbeilaufen, ist es natürlich unmöglich, das immer wieder zu tun. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht hier über Veränderungen in der Gesellschaft vor dem jüngsten Tag. Sodass es sich hierbei um ein Massenphänomen handelt. Es gab damals auch große Städte, aber es waren im Vergleich zu heute kleine Städte gewesen. Und es war vereinzelt gewesen. Aber heutzutage ist das überall auf der Welt verbreitet. Und genau das spricht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an. Das zeigt diese Zeit, in der wir leben, wo die Menschen anonym geworden sind in großen Städten, ist eines der Zeichen der Stunde, was sich ereignet hat, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Was können wir trotzdem aber daraus lernen? Und zwar, dass wir als Muslime grundsätzlich versuchen sollten, so oft wie möglich zu grüßen. Lasst uns dieses Sunna beleben. Allein ich steige in den Bus ein. Und da sitzt ein Busfahrer. Die meisten gehen einfach ein. Warum sage ich nicht einfach guten Tag? Auch wenn es die meisten nicht machen. Ich versuche, dieses Sunna zu beleben. Es ist klar, dass ich nicht jeden grüßen kann, der mir an mir vorbeiläuft in Berlin. Funktioniert nicht. Aber ich kann trotz alledem bestimmte Traditionen, die auch in Deutschland verbreitet gewesen waren, wiederbeleben. Wenn ich in einen Warteraum gehe, beim Arzt, die meisten heutzutage, die setzen sich einfach nur noch hin, oder? Ohne irgendwie Hallo zu sagen, guten Tag. Nein, ich versuche, höflich zu sein. Und ich gehe in den Raum und betrete ihn mit einem Gruß. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns aufgezeigt, dass wenn ich das tue, ich jedes Mal Hasanat bekomme. Wie viel Hasanat bekomme ich denn, wenn ich zu jemandem sage, Assalamu alaikum, jetzt konkret Assalamu alaikum. Wie viel Hasanat bekomme ich? 10 Hasanat. Ja?
10 Hasanat. Und das ist eine Sunna. Eine Sunna, für die Allah subhanahu wa ta'ala mich belohnen wird. Und deswegen die erste Khutbah, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina hielt, war welche gewesen? Wo er den Leuten gesagt hat, Afshus Salam, verbreitet den Friedensgruß untereinander, damit sich auch die Liebe verbreitet unter den Menschen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat aufgezeigt, dass man das Paradies nicht betreten wird, ehe man nicht einander liebt, ehe man glaubt. Und man wird nicht richtig glauben, ehe man nicht einander liebt. Soll ich euch nicht auf etwas hinweisen, wenn ihr es tut, dann werdet ihr einander lieben? Wisst ihr, was er gesagt hat? Sallallahu alaihi wa sallam, Afshus Salam bayna. Entschuldigung, ja. Und der Muslim ist Salamu alaikum. Sonst jede andere Grußform auch. Ja? Also erst einmal, und der Muslim ist klar, dass ich Salamu alaikum sage. Aber wenn ich auch jetzt, weiß ich nicht, hier irgendwo bin, wo auch nicht Muslime sind, sage ich guten Tag, wie auch immer, das, was halt üblich ist. Und Allah Ta'ala sagt, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّهَا. Wenn ihr gegrüßt werdet mit irgendeinem Gruß, dann grüßt besser zurück oder zumindest in derselben Weise. Oder zumindest in derselben Weise. Und diese Sunna, meine lieben Geschwister, die sollten wir wiederbeleben. Gerade in solch einer großen Stadt wie Berlin, wo viele Menschen einfach diesen Adab überhaupt nicht mehr haben. Und ich merke das immer wieder bei Jugendlichen, bei jüngeren Geschwistern wirklich, ja, auch bei Muslimen und Nicht-Muslimen, ihnen fehlen teilweise grundlegende Etiketten. Grundlegende Etiketten. Die können sich überhaupt nicht benehmen, haben das nirgendwo gelernt. Deswegen lasst uns das unseren Kindern beibringen, lasst es uns selbst praktizieren, damit wir insha'Allah ta'ala auch dagegen etwas tun können. Dann ebenfalls, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die Veränderung der Gesellschaft gesagt hat. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass vor der Zeit, die Zeit vor dem jüngsten Tag, vor der Stunde, die Zeit sich näher kommen wird. Taqarub al-Zaman. Das ist unglaublich, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das formuliert hat. Er hat nicht gesagt, die Zeit wird kürzer, sondern er hat gesagt, die Zeit kommt sich näher. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und zwar, die Zeit an sich ist die Zeit. Die Zeit an sich bleibt. Der Tag hat immer noch 24 Stunden. Genauso wie zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Was meint dann der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam? Er meint damit, dadurch, dass die Menschen sich näher kommen, die Wege kürzer werden, automatisch auch die Welt und der Alltag schneller verläuft. Ich habe mal etwas sehr Interessantes gelesen. Und zwar, warum ist es denn so, dass wir das Gefühl haben, dass die Zeit überhaupt keinen Segen mehr hat und eine Woche so schnell vergeht wie ein Tag? Das sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Übrigen auch in einer Überlieferung. Eine Woche wird wie ein Tag und ein Jahr wie ein Monat. Ein Jahr wird wie ein Monat und dieses Gefühl haben wir wirklich alle. Guck mal, Januar ist schon vorüber. Januar ist schon fast vorüber, wir sind 2002 und Januar ist schon wieder vorüber. Und ich habe mal etwas Interessantes gelesen, woran das liegt, obwohl wir doch eigentlich heutzutage viele Möglichkeiten haben, um Zeit zu sparen. Warum haben wir aber dann genau das gegenteilige Gefühl, dass uns die Zeit davonläuft? Da habe ich mal was sehr Interessantes gelesen und zwar meinte er, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, das habe ich in einem Artikel gelesen, das ist ein Autor, und er meinte, wenn du der Einzige auf der Welt wärst, der Einzige, der diese Technologien hätte, die wir heutzutage haben und welche das Leben eigentlich erleichtern sollten und auch beschleunigen, dann würdest du Zeit sparen. Aber dadurch, dass alle Menschen die gleichen Mittel haben, wird die Erwartungshaltung größer, dass alles noch schneller gehen muss. Wenn du früher vor der Handyzeit jemanden nicht erreichen konntest auf sein Festnetztelefon, war das ganz normal gewesen. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Und diejenigen, die die Zeit noch kennen, ich kenne die Zeit noch. Ja, einige von euch, die hier auch sitzen, kennen diese Zeit noch vor dem Handy und vor dem Internet. Das war ganz normal gewesen. Du hast jemanden angerufen, hast ihn nicht erreicht. Punkt. Du hast jemanden einen Brief geschrieben. Dann hast du natürlich ein paar Tage gewartet, bis dann geantwortet wurde. Heutzutage, wenn du jemanden anrufst oder per WhatsApp anschreibst und er nicht in der nächsten halben Stunde antwortet, da geht für dich schon die Welt unter. Und du hast das Gefühl, das ist taktlos von ihm. Warum antwortet er nicht? Und dadurch haben wir das Gefühl, dass alles schneller läuft. Obwohl wir eigentlich Zeit sparen müssten,
Dadurch, dass alles schneller geht durch diese Technologie, haben wir genau das gegenteilige Gefühl, dass das Leben zu schnell geworden ist und wir überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Weil die Erwartungshaltung viel größer geworden ist. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat das so schön beschrieben. Mit einem Wort, taqarub az-zaman. Die Zeit kommt sich näher, weil die Wege kürzer geworden sind. Sadaqta ya Rasulullah. Wir leben genau diese Zeit. Wenn man immer wieder hört, wie Menschen früher gelesen haben und was sie, ich meine, man muss sich ja vorstellen, wenn man sich mal so Gelehrte anschaut, auch unter muslimischen Gelehrten, wie viel sie geschrieben haben, obwohl sie damals wirklich viel schwierigere Umstände hatten. Jemand wie Ibn Taymiyyah oder Imam al-Suyuti hat 700 Bände geschrieben. Wir schaffen es nicht mal, 700 Bücher zu lesen. Ja? Und er hat 700 Bände mit seiner Hand geschrieben. Ne? Geschrieben. Und wenn ich von einem Band spreche, dann spreche ich wirklich von einem Band. Ja? Jemand wie Ibn Taymiyyah hat 500 Bände geschrieben. 500. Ja? Und wir fragen uns, wo hatten die Menschen diese Zeit her? Wir schaffen es gerade mal, ein paar E-Mails zu schreiben. Da sind wir schon überfordert. Und sie schreiben 700 Bände. Allahu Akbar. Und der Grund ist, sie haben sich diese Zeit, sie hatten diese Zeit. Das Leben war grundsätzlich langsamer gewesen. Ja, und deswegen waren sie auch produktiver gewesen. Dann, und ich muss jetzt ein bisschen abkürzen, oder wir werden einige Zeichen dann auf nächste Woche verschieben von dieser Gruppe von Zeichen. Nehmen wir noch eine Sache hinzu, inshallah ta'ala. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch gesagt hat, das ist das letzte Zeichen, was wir heute erwähnen werden diesbezüglich, dass auch die Märkte näher rücken werden. Taqarub al-aswaq, wa tataqarub al-aswaq. Und das ist ebenfalls unglaublich. In einer globalen Welt, ich meine, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kennt das Wort Globalisierung nicht. Aber er hat es im Grunde genommen benutzt, indem er nämlich gesagt hat, tataqarub al-aswaq. Die Märkte kommen sich näher. Heute, damit man, ja, in China etwas, damals, damit man sozusagen eine Ware aus China nach Arabien brachte, brauchte man mehrere Monate. Es gab die Weihrauchstraße, die Seidenstraße. Ja, Karawanen mussten wirklich mehrere Monate reisen, damit sie eine Ware von A nach B brachten. Und heutzutage ist man schon sauer, wenn nicht am nächsten Tag durch Amazon Prime deine Ware bei dir zu Hause ist. Ja, das ist unglaublich, subhanallah. Die gesamte Welt handelt miteinander. Ja, Rasulullah, hast du das gesehen? Hast du das mit eigenen Augen gesehen, dass du so auf den Punkt bringen konntest? Mit einem Wort, mit zwei Wörtern hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam die heutige Welt beschrieben. Die heutige Wirtschaft. Tataqarab al-aswaq. Die Märkte kommen sich näher. Besser kann man es nicht ausdrücken. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es so beschrieben. Das ist nicht schlecht. Das ist keine negative Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt lediglich eine Tatsache. Aber eines wissen wir. Wenn das geschehen wird und wir erleben es gerade, wie keine Generation zuvor. Es gab noch nie Menschen auf der Welt, die das erlebt haben, was wir gerade erleben. Gab es nicht, weil es noch nie Internet vorher gab. Und es kommen noch schnellere Dinge. Es kommt jetzt Web 3, die dritte Version vom Internet, ja, mit Metaverse und so weiter und so fort. Da erwartet uns noch einiges. Ja, eine virtuelle Welt, können wir gar nicht uns vorstellen, subhanallah. Aber das kommt, das werden wir doch wahrscheinlich erleben. Und wir sind die ersten Menschen, die das erleben, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat. Und was heißt das? Die Stunde ist nah. All das zeigt, die Stunde ist nah. Es dauert nicht mehr lange. Und wenn ich sage nicht mehr lange, heißt es nicht, dass wir das erleben müssen. Es kann sein, dass es noch 100, 200, 300, 400 Jahre dauern wird. Aber was sind denn 300, 400 Jahre bei Allah Ta'ala? Was sind 300, 400 Jahre in der Menschheitsgeschichte? Es zeigt mir, ich muss bereit sein. Ich muss bereit sein für diesen Moment. Es kann sein, dass ich das vielleicht auch erleben werde. Es kann sein, dass meine Kinder das erleben werden. Es kann aber auch sein, dass vielleicht meine Enkel erleben werden. Und deswegen muss ich mich jetzt schon vorbereiten. Meine Kinder vorbereiten, meine Enkel vorbereiten und meine Urenkel vorbereiten. Damit sie gewappnet sind. Damit sie gewappnet sind für diesen Moment, wo die großen Fittern, über die wir noch sprechen werden, inshallah ta'ala, Masih Dajjal und all das, wenn das erscheinen wird, weil dann wird es wirklich schwierig werden. Fast alle Zeichen sind da. Wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet hat. Nächste Woche, inshallah, machen wir weiter mit den weiteren Zeichen, die zu dieser Gruppe gehören. Die Veränderung der Welt, die Veränderung der Gesellschaft. Ja? Um zu sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam all diese Dinge erwähnt hat und wir sie heute live miterleben dürfen. Und das auch unseren Iman, walhamdulillah, festigt.
Ich danke euch, meine lieben Geschwister. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.